Emily, willkommen beim Deutschlandkurier. Es gab wieder mal einen Anschlag, diesmal in Leipzig auf ein Nagelstudio, dummerweise auch noch auf dein Nagelstudio, liebe Astrid. Erzähl mal, was ist da genau passiert? Mich hat die Polizei in der Nacht rausgeklingelt in der Nacht vom 10. zum 11. war so gegen früh um 3 und haben mir erzählt, dass ein Anschlag auf mein Studio ausgeführt wurde mit Fäkalienbombe. Die haben die Scheibe eingeschlagen, haben erst gedacht, es ist eine Fäkalienbombe und mit Betonmasse. Was Ja. ist das? Beton? Kenne ich jetzt nicht. Was ist das? Beton, das ist so wie Dachanstrich. Ah. So. Also man kriegt das nicht weggewischt, ne? So, naja, jetzt bin ich damit hin und da die Sauerei gesehen. Also der ganze Laden ist war schwarz. Haben mit dem Feuerlöscher die Sache versprüht. Und natürlich starke Berufsbelästigung, ne? Die Wände schwarz. Und wie gesagt, es muss alles abgenommen werden, die ganze Tapete. Es ist enormer Schaden entstanden. Wie muss man sich das vorstellen? Die haben die Scheibe eingeschlagen und sind dann rein und haben dann da mit dem Feuerlöscher dann diverse Ja, Dinge. die haben erst die Schaufensterscheibe eingeschlagen und dann noch in der Tür eine kleine Scheibe und dort einen Feuerlöscher noch reingehalten, weil von der Tür konnte man weiter sprühen. Ah, Also die okay. hatten, ja, die sind dann durch den ganzen, also die konnten quer durch den Laden sprühen da. Hatten sie größeren Schaden dann anrichten können. Da gehört ja auch schon kriminelle Energie zu, weil man muss dann ja noch am Tatort bleiben und sprühen. Das dauert ja auch eine Weile, da muss man ja schon ziemlich skrupellos sein. Das denke ich auch. Aber die sind erwischt worden. Also ich denke, ja, also die haben sie nicht stellen können. Es haben Anwohner, haben das mitgekriegt und haben sofort die Polizei gerufen. Und es waren 4 Vermummte mit Hoodie, junge Leute. Und als sie dann gerufen haben, dann sind sie in alle Richtungen, haben sie sich verdampft, ja. Okay, aber du hast gerade gesagt, die Polizei hat sie doch noch bekommen. Nee, die haben sie nicht bekommen. Ah, Nee, die okay. haben sie nicht bekommen. Nee. Aber es sind Zeugen da, aber es wird ja eh nichts. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja. Habt ihr Kameraüberwachung? Nein, noch nicht. Für die Zukunft vielleicht ganz sinnvoll. Astrid, was glaubst du, warum haben sich diese mutmaßlich Linksextremen ausgerechnet dein Nagelstudio ausgesucht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfaches AfD-Mitglied und stand im Juni zur Stadtratswahl mit auf einer Liste. Ich glaube, ich war Platz 8. Also ich war nicht Spitzenkandidat. Ich kann es mir nur so erklären. Wollte ich gerade sagen, hast du ja doch eine Erklärung, weil einen anderen Grund gibt es ja nicht. Ein Nagelstudio ist ja nichts irgendwie, wo man sich als Linker jetzt irgendwie so drüber aufregen müsste, dass man da so eine schwere Straftat verübt. Ja, was anderes gibt es eigentlich. Kann ich mir nicht vorstellen, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein herzlich liebevoller Mensch bin. Und sie sind alle geschockt, was hier passiert ist bei mir. Ich habe auch eine riesen Solidaritätswelle hier. Das ist unglaublich. Also ich danke da auch allen. Stehen ganz, ganz viele hinter mir und ich freue mich auch darüber. Es ist wirklich eine schwere Zeit und es ist auch ein totaler Schock für mich gewesen, weil ich mit sowas nie gerechnet hatte. Nie. Was hier bei uns in der Stadt möglich ist. Ja, ihr habt ja in Leipzig eine große linksextreme Szene, ne, da gerade im Kontext. Welchem Stadtteil ist dein Nagelstudio? In Gohlis. Mhm. Eigentlich so gute Stadtteil. Ja. Astrid, wird so ein Schaden von der Versicherung übernommen? Ich denke schon, ja. Ich hoffe, dass alles übernommen wird. Ich meine, wir haben jetzt auch einige Ausfälle, ne? Wir können nicht arbeiten, das Studio ist zu. Also Ja. wir machen auch noch medizinische Fußpflege, es ist ja nicht nur Nagelstudio. Also wir haben wirklich am Tag richtig viel Kundschaft und mir tut das auch in der Seele leid, dass meine Kunden jetzt durch den feigen Angriff nicht behandelt werden können. Ne? Fußpflege, da komme ich demnächst mal vorbei bei dir. Gerne.
gerne. Wie hoch schätzt du den Schaden inklusive Verdienstausfall? Meinst du jetzt mit den Handwerkern jetzt noch? Mit den Handwerkern? Also das wieder instand zu setzen und der Verdienstausfall. Also ich denke, das sind 50.000 Euro, kommt da locker ran. Ach, so viel? Ja. Okay. Also man muss ja jetzt sagen, das ganze Schaufenster muss gemacht werden, ne? Die Tür muss gemacht werden. Ja. Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob die Fliesen rausgehackt werden müssen. Das steht ja alles noch auf dem Plan, weil die haben zwar die Betonmasse abtragen können, aber die Betonmasse hängt noch in den Fugen drin, ne? Die kriegt man nicht raus. Das ist unmöglich, ja. So, die ganze Tapete, der Maler, dann die ganzen Nageltische sind versaut, das Material, ne? Und dann noch die Ausfälle, die Tageseinnahmen. Also ich denke schon, das wird sich locker so zwischen 40 und 50 wird sich das. Gibt es ein Spendenkonto? Ja, gibt es. Gott sei Dank. Da bin ich auch froh und dankbar, dass das eingerichtet worden ist. Ja. Werden wir hier drunter in der Infobox verlinken. Astrid, ich danke dir erst einmal. Ich wünsche dir, dass dein Nagelstudio so schnell wie möglich wieder aufgemacht werden kann. Und ich habe dir gerade erzählt, ich plane eine Reportage durch Ostdeutschland und vielleicht sehen wir uns ja in 2 Wochen mal. Würde mich freuen. Gerne, sehr gerne. Ich mich auch. Danke.